Hallo und ich willkommen hoffe, zurück zu... Gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch Größeres und Grüneres als dich selbst zu sehen. Was, Bruce? Keine Panik. Ja. Wir schalten Lady Liberty aus, dann bist du sofort wieder die Nummer 1. Ja, Leute, machen wir alles gleich. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und ich grüße den Mason. Ja, ist zwar ein spezieller Name. Und die Tatjana. So. Gut, wen wähle ich denn hier aus? Dich nehmen wir den grünen Kobold. Den Bombenleger. Guck, ich fliege ein bisschen rum, leg ein paar Bomben und alles ist cool. Alles ist super. Gut, wir müssen Lady Liberty retten. Das ist ja ganz wichtig. Sonst ist wahrscheinlich Amerika komplett am Arsch. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Dödem, dödem. Gibt's eigentlich noch auf dem Helikopter? Tatsächlich gibt's da noch eine Quest. Okay, warte. Bevor wir noch, Ich will beim Helicarrier alles, erstmal fertig machen. Damit wir da schon mal alles geklärt haben. Und anscheinend ist da noch eine Quest übrig. Deswegen gucken wir mal nochmal rein. So, was willst du denn haben? Wer? Was? Wo? Ich? Ich mach nichts. Ich wollte sicherlich keine wichtigen Dokumente in diesen Turbinen schreddern. Und ich würde dich bestimmt nicht bitten, das eine super wichtige Dokument zu finden, das ich irgendwo auf dem Helicarrier-Deck verloren habe. Du hast keine Beweise. Digga. Geiler Rechtschreibfehler, super wichtig, gar nicht getrennt. Nee. Muss man auf jeden Fall nicht. Junge. Generell die Übersetzung ist ganz komisch. Letztes habe ich so einen Text gesehen, da stand nicht Freiheitsstatue, sondern Reiheitsstatue. Und das reicht nicht nur, sondern da stand ja nicht nur Freiheitsstatue, sondern der Reiheitsstatue. Nee, es wird ja immer schlimmer. Hilfe, was ist das für eine Übersetzung? Naja, aber das Spiel ist eh uralt. Deswegen brauchen wir uns da nicht fragen. So, ich nehme schnell den grünen Kobold wieder. Wie will ich denn das hier aus? Ah, mit Kreis. Mit Kreis. Da, 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 da. Ach, danke. Ich war nicht gut drauf, als ich diesen wütenden Brief an Direktor Fury geschrieben habe. Jetzt wird er geschreddert. Gut. Mach einfach. Wenn die Turbine nicht wieder verschopft ist, wie letztes Mal, dann ist ja alles gut. Kannst du ja gerne machen. So, schnell vom Helicarrier weg. Weil die Mucke gibt mir das schön auf den Sack. Und eigentlich können wir doch hier vorne auch nochmal das hier machen, weil kriegt man so einen Hulkbuster. Ja, kriegt man einen Hulkbuster. Und darauf habe ich doch Bock. Ich glaube, man muss die Sachen hier so schnell wie möglich kaputt machen. Sehr recht einfach. Ja, ist easy. Guck dir das an. Easy peasy. So. Iron Man Hulkbuster. Einmal sich runterfallen lassen. Okay, hier soll anscheinend der Treffpunkt sein. Ui. Wolverine, was hast du hier gemacht? Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Bereit für unseren kleinen Ausflug? Na, gern doch. Hoppala! Tschüss, Hulk. Roxxon ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion. Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern. Kommt, meine Mutantenbrüder, wir müssen dieses Atomkraftwerk stilllegen. Hehehehe.
Schalt, große Lady! Alk, Vorsicht! Sie ist nationales Kulturgut! Und ihr Hut hat gefährliche Spitzen! Ja, Hulk. Lady Liberty, bitte nicht kaputt machen. Denn sie ist Kulturgut des Franzosen gegen Amerika-Kriegs. Und den darauf folgenden Frieden, ja. Oh, die hat da kurz reingegriffen. Aber diese Lady Liberty, die ist nicht so geil, weil sie gerade alles kaputt macht. Kann hier Hulk... LOL, Hulk ist radioaktiv. Okay, wundert mich auch nicht. Minikit! Nein, schubst doch den Hulk nicht. Ich muss das Minikit da holen. Oh, Wolverine. Hä, müsste der nicht jetzt ein Skelett sein oder so? Oder ihr stirbt halt fünfmal. Digga, die KI ist super. Ah, na endlich. Gut, die Lady Liberty will anscheinend nicht ihren Arm da rausstecken. Da müssen wir wohl den Arm, ja, wegmachen. Einmal schön. Digga, Mr. Fantastic, kannst du mal aufhören zu sterben? Was ist denn mit ihm? Hör auf zu sterben. Gott, mach jetzt mal was Nützliches. Ne, Mausefalle. Ist auch noch gar nicht mehr so schlecht. Tut mir leid. Ich musste einfach zuschnappen. Aber wir haben zuschnappen. Oh, zack. Komm, verzieh dich. Okay, wir müssen das erstmal entfernen. Da kann Hulk dafür sorgen. Indem er das erstmal wegzieht. Das stimmt. Ziemlich schwach. Digga, ist es dein Ernst? Oh mein Gott. Hä? Mich hier noch rüber? Stehe ich mich gerade blöd an, Alter. Kletter doch rauf! Was ist denn das? Digga, ich breche hier gleich ab. Na, endlich, meine Güte. So, jetzt muss Mr. Fantastic da noch rüber. Also, Richard. Hulk, rein mit dir. Okay, er ist drauf. Los geht's. Gut, er hat's geschafft. Okay, wir haben den perfekten Charakter dafür. Und... Bam! Hä? Warum hat das jetzt schon wieder nicht gezählt? Muss man wieder nicht verstehen, oder? Okay, nochmal. Bitte erklären? Okay, ich bewege mich mal kurz. Wieso konnte ich das jetzt nicht an der anderen Position machen? Ich verstehe das nicht. Wie kann das die Hand einer Metallstatue verbrennen? Ja, ich verstehe es nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ja, mir aber nicht. So, spring hier einfach rüber. Das ist nicht dein Ernst. Digga, wie lächerlich sah das denn aus? Das wird ein bisschen knifflig. Wir müssen zusehen, wie wir da rüberkommen. Das schaffen wir schon. Keine Sorge. Hulk kann ja da rüberlaufen. Hulk, einmal rüber. Du kannst ja schon mal dorthin gehen. Bam. Zack, zack. Yo, direkt 7-facher Multiplikator. So. Hier kann Hulk kurz was rausholen. Um die
diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, dafür brauche ich Wolverine. Aber wir sind noch nicht drüben. Ah, guck mal, ich kann Reed Richards was machen. Ah. So. Ja, ein bisschen schneller mal. Gut. Und zack. Pumpen wir das Gift weg. Das radioaktive Gift. Ui, sehr viele Münzen. Wir sind ja in einem Atomkraftwerk, deswegen kann man verstehen, dass hier auch radioaktive Sachen drin sind. Deswegen müssen wir auch aufpassen, hier rumzulaufen. Nicht, dass wir auch verstrahlt werden. Oder wir machen das gleiche wie bei Fukushima und verstrahlen gleich die Gegend. Gleich ganz New York. Ach, Mr. Fantastic könnte sich auch einfach... Ach, egal. Wir haben es jetzt so... Oder warte. Oder... Nein. Ach, scheiße. Ich dachte gerade, das führt mich jetzt woanders hin. Ja, ein kleines Missverständnis. So, jetzt rein hier. Hulk, komm mal rein. Wo sind die Soundeffekte? Oh, da läuft die Liberty um. Komm ihm nicht zu nahe, es sei denn, du stehst auf 10.000 Volt Überraschung. Hatte ich auch nicht vor. Ich würde gerne die Münzen haben. So. Wolverine. Das sollte den zweiten zum Laufen bringen. Oh, warte mal. Da hinten können wir den Stanley retten. Wie komme ich da wieder zurück? Mal. Der, ich habe gerade gar nicht hingeguckt. Das ist auch super. So, einmal hier rum. Okay. Und jetzt hier rauf. Ja, der hat mich schon fast rübergebracht. Mann, ich will da hoch. Muss das im richtigen Timing machen. Jetzt. Oder wir verkacken es komplett. Ach Digga, warum mache ich das denn nicht hier rauf? Ja, aber da rutsche ich. Mann, wie soll ich denn das machen? Oder kann ich... Hä? Das Game will mich echt verarschen. Es gibt doch keine Möglichkeit. Oder warte mal. Ich hab doch nur eine... Es gibt vielleicht doch eine Möglichkeit. Ja. Dann halt nicht. Oder warte mal. Das ist der letzte Versuch. Ja, scheiß drauf. Einfach scheiß drauf. Ich habe alles versucht. Was wird da gemacht, wenn die einzelnen... Krypto-Stäbe da reingemacht. Strahlstäbe, keine Ahnung. Erstmal gönnt man sich hier gleich das Minikit. Zack. So, na, komm, rauf mit dir da. Ey, verpiss dich, was willst denn du von mir? Blöder Mutant, Alter. Und ihr kann mal aufhören mit der Kacke hier. So, jetzt können wir weiter.
Soweit. Hier haben wir wieder so einen Hebel für ja, Wolverine. Ein Kernreaktor. In der zweiten Klasse habe ich mal einen kleinen für ein Wissenschaftsprojekt gebastelt. Ja klar, in der zweiten Klasse. Bestimmt. War es die zweite Klasse für Gymnasiumskinder oder was? Zweite Klasse. Ja, was zum Teufel? Was denn das für zweite Klasse? Da gönnt man sich doch gleich die Münzen hier. Und mach auf das Ding. So. Ich zerstampf dich mit diesem kupferplattierten Schuhwerk. Hey, aufpassen, Kleiner! Lass los! Hey, wir sind in der Statue. Schon lustig, da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier drin. Wie wär's mit einer Führung? Wir beginnen jetzt mit dem Angriff. Als ob wir jetzt in der Statue drin sind. Ich dachte, wir wurden verstampft und nicht irgendwie hinein teleportiert. Aber okay. Wenn es da so einfach reingeht. Ich fand den Übergang halt echt scheiße gemacht. Muss man ehrlich sagen. Okay. Aber cool, jetzt mal die Freiheitsstatue innen drin zu sehen. Auch wenn man nicht... Eigentlich kann man nicht in ihr reingehen. Ja, Wolverine, du bist auch 300 Jahre alt. Oh, eins von fünf. So, und vielleicht auch noch eins? Ja. Hey, lass mich auch noch rauf. Digga. Ich konnte nicht springen. Hallo, ich kann nicht springen. Ey. Mann, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Bug? Ach, jetzt kann er sich befreien. Irgendwie treten jetzt die ganze Zeit nur noch Bugs auf. Ich liebe das Spiel. Oh mein Gott, ich habe gerade solche Flashbacks. Hallo? Mir kommt das Level... Digga, warum geht der jetzt zurück? Hallo? Ja, danke, Reed Richards. Er geht einfach zurück. Aber okay, ich konnte es trotzdem noch ziehen. Mir geht dieses Level gerade übelste Little Big Planet 3 Wipes. Aber sowas von. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Kommt dann nur noch diese Musik. Vielleicht spiele ich sie auch im Hintergrund hier. Die ganze Zeit. Mal gucken. Wenn ich gute Laune habe. So. Da muss der Riede Richard wieder rein. Der Richard. Ach, moin Girls. Und Jungs natürlich. Mr. Blondie. Und Mr. Zwillingsblondie. Und und Brad Pitt. Der sah einfach wirklich aus wie Brad Pitt. Wer weiß, vielleicht war das auch Brad Pitt. Ich habe Brad Pitt getötet. Wie kann ich nur? Okay, wir sind anscheinend jetzt Kran. Kranplätze müssen verdichtet sein. Natürlich, und das Feuer, das verschwindet von selbst. Ist auch super... schlau und macht natürlich sehr viel Sinn. Okay, die Münze wäre auch nicht einsammeln. Oioioi. Nicht hier runterfallen. Sonst bist du tot. Das ist schon episch. Und währenddessen greifen die wahrscheinlich gerade die Liberty an. Hallo? Ist jetzt dumm dafür? Ah, jetzt.
muss so schnell wie möglich darauf. So. Nein, nimm doch bitte Richards. Pass auf, Rosa! Ah, danke, dass du mich vorgewarnt hast. Nein, war es eigentlich nicht. Einmal rauf, bitte, Leute. Okay, da können wir nicht mehr rüber. Weil irgend so ein Verrückter nicht fliegen kann. Er ist zu blöd dafür. Wolverine? Warum muss Mr. Fantastic jetzt hier die ganze Arbeit machen? Der Arme. Yeah, ein Löschfahrzeug. Ich hatte mal so eins in Lego-Form. So ein Löschfahrzeug. Gut. Hulky, einmal entfernen, bitte. Er ist gut fürs Aufräumen. Ah, und hier ist auch die letzte Ampel, sag ich mal. Was wird jetzt hier gemacht? Ah! Boah, wie cool sich da die Treppe sich baut. Dann auch noch so eine Kurve geht. So eine Runde. Okay, dann einmal rauf hier. Seid gegrüßt. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. Ja, ja. Laber mal, kein dünnes. Ein primitiver Geist. So leicht zu kontrollieren. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Ah, er kontrolliert jetzt die einzelnen Charaktere hier. Du musst dich wehren. Ich hau dir auf die Fresse. Wo ist er denn? Wieso läuft er jetzt darauf? Auf mit der Scheiße. Digga, kann er mal aufhören, die Wand hochzuklettern? Digga! Ich kann ja auch nichts machen. Er klettert immer wieder die Wand hoch. Jetzt hat er es verkackt. Jetzt hast du leider verkackt. Blitze? Ah. Ihr könnt mich nicht kontrollieren. Was ist mit mir passiert? Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Okay, Logan haben wir befreit. Jetzt kommt wahrscheinlich Richard. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Schon wieder die alte Kamelle. Du musst kämpfen, Richards. Nein! Ey, was soll denn das? Zurück, weg von mir. Er ist flexibel. Was steht der bei? Er bewegt sich so flexi-mäßig. Oh Gott, war der schlecht. Nein, er macht das gleiche sogar bei Hulk. Nein, sieh ihn bitte an. Dankeschön. Gott, Richard, komm, du musst es schaffen. Bleibe nicht ein Wahnsinniger. Hör nicht auf ihn. Ich hab nicht... Was ist passiert? Er hat mein Gehirn gesteuert? Ja, leider. Wo hat er auch diese Monitore? Moment. Der Hulk ist ein Mann doppelten Geistes. Beide werden sie mir gehören. Ja, einmal Bruce Wayne und der Hulk. Oh oh. Oh nein, er macht die Boss-Taktik.
können immer nur angreifen, wenn er sein Attack macht. Und dann daneben macht. Bitte verfehle. Jawohl. Ja, okay, das ist ja auch recht einfach. Komm noch einmal, dann haben wir's. Ey! Ja. Ihr, ich werde euch alle unter meine Kontrolle bringen. Ah. Komm, stirb einfach. Ach, Digga, was macht der jetzt schon wieder? Wo ist der Ware? Da. Da war er doch. Schau, da unten. Magneto hat den Reaktorkern freigesetzt. Ab mit ihrem Kopf. Ich bin so frei! Ja, gutes Stichwort für Liberty. Gut, ja. True Believer. Wie viele Minikits haben wir? 1, 2, 3. 3. Ist doch gute Quote. Ist richtig gute Quote. Und Geschichte fortsetzen. Sir, Magneto hat die Freiheitsstatue entweiht. Was ist nun aus diesem Land geworden? Captain Rogers, ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Lady Liberty geborgen und wieder zusammengesetzt wird. Ehrenwort. Wenn Magneto hier seine Hände mit dem Spiel hat, gehe ich jede Wette ein, er will mit diesem Reaktorkern Asteroid M wieder in Betrieb nehmen. Doom muss an irgendeiner weltraumgestützten Waffe basteln und er braucht den Transport. Bereit, Captain? Bereit, Sir. Solange dieses gutherzige, blauäugige Ding mit anpackt. Liebe Tante Petunia, gern packe ich mit an, Cap. Jetzt geht's! Noch nicht. Warte, bis ihr da seid. Begebt euch jetzt zur Landezone. Black Widow hat den Transport arrangiert. Geil, dieser Keksen-Joke. Los zum Flugzeug, so schnell ihr könnt. Ihr müsst Asteroid M noch vor Magneto erreichen. Immer mit der Ruhe, denn das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich glaube, Lady Liberty ist jetzt gerettet oder so. Ach nee, der hat ja den Kopf nur weggeschmissen von der Lady Liberty. Also, die eigentliche Statue ist noch am Laufen. Gut, ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir laufen jetzt erstmal noch nicht. So, in der nächsten Folge. Oder haut rein. Ciao, ciao.